Der Herr hier ist noch dorthin gerannt. Wir haben einen Krankenwagen gerufen, aber es war schon zu spät. Er konnte nicht mehr atmen. Er ist in unseren Armen gestorben. Neben ihm lag sein Beatmungsgerät. Er hatte öfters Atemprobleme, eine Form von Asthma. Das Gerät habe ich selbst gesehen, als ich hierher kam. Sein Sohn hat es mir gezeigt. Innen drin befand sich eine Packung Rohypnol. Rohypnol, von dem Kaspar Naber uns erzählt, ist ein Betäubungsmittel. Es wird niemals in einem Beatmungsgerät benutzt. Aber Dutroux bediente sich mit Vorliebe dieses Mittels, um seine Opfer zu betäuben. Für den zuständigen Staatsanwalt ist Stepps Tod unverdächtig. Eine Autopsie wird nie vorgenommen. Guy Goebbels war Gendarme in Grasse-Hologne, dem Ort, an dem Julie und Melissa verschwanden. Er arbeitete von Anfang an an dem Fall. Seine Kollegen finden ihn eines Tages tot in seiner Wohnung, mit der Dienstwaffe erschossen. Offiziell beging Guy Goebbels Selbstmord, doch auch hier gibt es Zweifel. Familienangehörige sagen, er habe keine größeren Probleme gehabt, nichts, was eine solche Tat rechtfertigen könnte. Das Dorf Cumier bei Charleroi. Polizisten suchen hier nach Spuren in Zusammenhang mit dem Tod von Bruno Tagliaferro, ein Schrotthändler und Bekannter von Dutroux. Seine Frau Fabienne behauptet, er wurde umgebracht. Seit seinem Tod kämpfe ich verzweifelt darum, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Bis zum Schluss. Was hat er Ihnen vor seinem Tod gesagt? Dass alles vorbei sei, dass er zu viel wüsste und dass er bald sterben würde. Das Ergebnis einer nachträglichen Autopsie gibt Fabienne recht. Ihr Mann, Bruno Tagliaferro, wurde vergiftet. Er war im Weg. Bruno hat Mist gebaut, ich weiß nicht was. Man erpresste ihn mit seinen Kindern und hat ihn krumme Sachen erledigen lassen. Fabienne sagte mir, dass Bruno ein Auto zerlegt hatte, das bei einer Entführung von zwei kleinen Mädchen benutzt worden war. Nichts davon würde man mir wiederfinden. Viel später erst habe ich es geschnallt. Es ging um Julie und Melissa. Dutroux wollte Tagliaferro umbringen lassen. Aber weshalb, sagte er mir nicht. Ihn umbringen? Ja, ihn und seine Frau. Er hat dafür 50.000 belgische Francs und die Waffe geboten. Wann haben Sie das gehört? Ich saß bei Dutroux im Auto. Da hat er es mir gesagt. Als auch Fabienne Jopin bedroht wird, bittet sie vergeblich um Polizeischutz. Sie glaubt, wichtige Unterlagen ihres Mannes entdeckt zu haben. Kurz danach findet ihr Sohn sie tot im Schlafzimmer, halb verbrannt neben ihrem Bett. Die Matratze wurde mit Methanol überschüttet. Die Justiz geht von Selbstmord oder Unfall aus. Wissen Sie, jemand, der sich umbringen will, lässt nicht die Waschmaschine laufen, setzt nicht Kartoffeln mit Salz zum Kochen auf. Auch ein Unfall ist unwahrscheinlich. Auf den Polizeifotos vom Tatort, die wir einsehen konnten, stand die leere Methanolflasche zugeschraubt auf dem Nachttisch. Sie war keine Spinnerin. Sie wusste ganz genau, was sie tat. Sie war auch nicht verrückt. Sie wusste nur nicht mehr, wem sie noch vertrauen konnte. Wir besuchen Zeugin X1. Als die Dutroux-Affäre beginnt, meldet sich Regina Luff, verheiratet, 4 Kinder, Besitzerin einer Hundepension, als anonyme Zeugin beim Untersuchungsrichter und bekommt das Aktenzeichen X1.
Während der tagelangen Verhöre erzählt sie von grauenvollen Erlebnissen über reiche und mächtige Männer, die bei Sexfeten junge Mädchen vergewaltigen, foltern und manchmal töten. Die Ermittler überprüfen einige ihrer Aussagen und meinen, es gäbe genügend Grund, sie ernst zu nehmen. Ihre Aussage: Dutroux sei Zulieferer und Michel Nioul der Organisator eines Kinderpornorings gewesen. Well, ich kenne Nioul. Ja, tweede helft van de jaren 70. Ich kannte Nioul Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Er hat sich kaum verändert. Sein Äußeres ist gleich geblieben. Ich erkannte ihn dann auch sofort als einen der Zuhälter, die Kinder missbrauchten und für Sexpartys ausbildeten. Der zwielichtige, aber einflussreiche Geschäftsmann Michel Nioul ist der einzige Angeklagte im Dutroux-Prozess, der bis zum Urteil frei herumlaufen darf. Ich bin dieser Frau nie begegnet. Ich sage Frau, weil sie mittlerweile verheiratet sein soll und Kinder hat. Außerdem spricht sie kein Wort Französisch und ich kein Wort Niederländisch. Sie werden vielleicht sagen, dass man die Sprache nicht sprechen muss, um jemanden zu vergewaltigen. Aber wenn man an Gruppensex teilnimmt, spricht man doch die Sprache derer, die das organisieren. Es gibt eine Sache, um die er nicht mehr herumkommt. Er hat Gruppensex gehabt, ganz klar. Ich sage, dass er auch mit Minderjährigen Gruppensex hatte. Es wäre natürlich besonders dumm von ihm, wenn er das jetzt zugeben würde. Diese Frau gehört in eine psychiatrische Einrichtung. Sie wurde auf Bitte der Justiz von einem Team der Universität Löwen untersucht, unter Vorsitz des Professors Igott, der einen guten Ruf auf diesem Gebiet hat. Diese Experten haben bestätigt, dass Regina Louf ohne jeden Zweifel in ihrer Kindheit massivem sexuellen Missbrauch ausgesetzt war. Professor Igott präzisiert, dass es sich lohnt, zu untersuchen, was sie erzählt. Davon sind sie alle überzeugt. Und wenn das, was sie sagt, auch nicht als juristischer Beweis genutzt werden kann, sollte trotzdem aufgrund ihrer Aussagen ermittelt werden. Dennoch beschließt die belgische Justiz, die Aussagen von Regina Louf, Zeugin X1, nicht weiter zu untersuchen. Sie wird für unzurechnungsfähig erklärt. Die Akte geschlossen. Eine weitere Zeugin stirbt, als sie nachts auf dem Weg nach Hause mit 80 Stundenkilometern gegen die Brückenrampe kracht. Ein Unfall, sagt der Gerichtsexperte. Gina Pardans ist Sozialarbeiterin und betreut Opfer eines Kinderpornorings. Einige Tage vor dem Unfall schreibt sie einen Brief. Sie habe im Zusammenhang mit ihrer Arbeit Todesdrohungen bekommen. Sie fürchte um ihr Leben. Der Polizei meldet sie, man habe ihr mit einem Autounfall gedroht. In dieser Zeit wird Gina regelmäßig mit dem Tod bedroht. Sie wird beobachtet und verfolgt. Wir stellten auch merkwürdige Probleme an ihrem Telefon fest. Im Zug wurde sie von einem Mann angesprochen, der ihr sagte, dass sie besser mit ihrer Arbeit aufhören sollte. Sonst würde sie nicht mehr lange leben. Sie wurde zu oft bedroht, als dass so ein blöder Autounfall noch einigermaßen glaubwürdig wäre. Für mich ist das ausgeschlossen. Ich glaube, dass böse Absicht im Spiel war. Dass sie umgebracht wurde? Ich glaube, sie wurde ermordet. Vor ihrem Tod erzählte sie Freunden von einem Videoband, auf dem ein Mädchen bei einer Sexfete umgebracht wird. Sie glaubte, einen der Täter erkannt zu haben. Es sei ein Bekannter von Nioul. Zurück nach Charleroi, das Revier von Marc Dutroux. Am Stadtrand wohnt Frau Delain. Auch ihr Sohn, Jean-Paul Tamignot, wurde umgebracht. Das ist nicht sein Zimmer, als er erwachsen war.